Hallo und willkommen zusammen, der Sheriff wieder hier und ich freue mich endlich euch ein paar Eindrücke von der Gamescom zu geben. Ich habe jetzt ein bisschen länger gewartet, bis ich das Video mache, denn wie ihr sicherlich schon ein bisschen hören könnt, ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen und dann habe ich ein, zwei Tage gewartet, bis das ein bisschen besser war. Naja, ein bisschen besser ist es geworden, aber wie ihr hört, noch nicht ganz super. Na, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich war auf der Gamescom und ich konnte Battlefield 1 dort erneut ausgiebig anspielen und da waren doch einige interessante Sachen bei, die ich euch gerne erzählen möchte. Zuallererst gab es drei verschiedene Versionen von Battlefield, die man spielen konnte. Zum einen die beiden Maps, die unten auf dem Showfloor oder unten in den Hallen halt spielbar war. Dort war in beiden Fällen Conquest zu spielen, einmal auf der neuen Map Sinai Desert in einer neuen Version von Battlefield 1 und am anderen Stand, links daneben im Prinzip, gab es dann die alte Map Quentin Scar zu spielen. War auch eine alte Version von Battlefield 1, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich wollte da ein bisschen rumfliegen und die neuen Typen von Flugzeugen, zu denen wir gleich kommen werden, ein bisschen antesten. Und es war aber dann die alte Alpha-Version, wo auch nur ein Typ verfügbar war. Nun, bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr über die neue Map spreche, möchte ich noch ein wenig über die Klassen sprechen, denn die Klassen haben neue Ausrüstungsgegenstände bekommen. Manche davon waren abzusehen, manche davon weniger. Zum Beispiel der Assault hat nun TNT, ist ganz, ganz ähnlich zum C4, bis auf die Tatsache, dass man es nirgendwo dran pappen kann, so wie ich das gesehen habe. Das heißt, die prognostizierten TNT-Pferde wird es wohl nicht geben. Man muss es schon irgendwo hinschmeißen und dann rutscht das Zeug so durch die Gegend. Perfekt zum Panzersprengen, perfekt, um es irgendwie auf den Kopf von Typen zu schmeißen, aber wohl an Jeeps oder sonst was dran machen geht wohl wahrscheinlich nicht. Was man irgendwo dran pappen kann, sind Anti-Tank-Minen. Die kann man nämlich natürlich irgendwo hinlegen und sind besonders praktisch, zum Beispiel um den Zug in die Luft zu sprengen. Denn auf der Sinai-Map gibt es ja einen Armored Train und wenn man die Minen einfach auf die Gleise legt, dann gibt das eine richtig schöne fette Explosion und der Zug ist eigentlich ziemlich schnell Geschichte. Man kann das in dem neuesten Battlefield 1 Video von Russian Badger sehen, wie er das macht. Sehr spektakulär und viele, viele Punkte. Und nun kommen wir zu einem kleinen Kritikpunkt oder zur Ausrüstung von Medic im Prinzip. Der hat nämlich jetzt einen Granatwerfer in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich erinnere mich da auf jeden Fall an ganz normale AE-Granaten, aber auch Smoke-Granaten und wenn ich mich nicht täusche, Gasgranaten. Das ist im Prinzip so ein Granatwerferaufsatz für das Gewehr. Das ist auch historisch, das hat es auch so gegeben, gibt auch mehrere Bilder davon. Dazu gibt es eine Medikiste, das heißt genau so ein Ding im Prinzip, wie man es auf Battlefield 3 und 4 kennt, kann man irgendwo hinstellen, kann sich dran heilen. Der Kritikpunkt an dem Medic ist, oder vielmehr eigentlich an allen Klassen ist, dass man nun beide Gadget-Slots, also sowohl die Spritze als auch das Medpack, gegen das eintauschen kann, was man will. Und so ist es dann halt so, dass wieder viele, viele Leute auf die Spritze verzichten werden, also das Ding zum Wiederbeleben. Und das ist so mein Kritikpunkt an dem Balance. Ich habe auch einen Entwickler gefragt, nämlich der stand dabei. Ich habe ihn gefragt, ob es so bleiben wird und er sagte so, ja, ja, klar, das ist so geplant und es wird so bleiben. Finde ich nicht so dolle, denn so kann man dann doch eine Klasse, die eigentlich ja ein Medic ist, schon mehr ein bisschen zu aggressiv machen, in meiner Meinung. So ein Medic ist für mich halt ein Medic und da sollte das auch bleiben. Kommen wir nun aber zum Support. Der hat noch nicht so viele neue Sachen bekommen, so wie ich es jetzt so in Erinnerung hatte. Ich habe nur da bemerkt, dass der zwei neue Sorten von den Sprengfallen hatte. Bisher gab es ja Sprengfallen, die so ähnlich funktionierten wie Claymores, konnte man irgendwo hinstellen, kamen Drähte aus so einer Weinflasche raus, ist man durchgelaufen, ist man in die Luft geflogen. Diese Flasche gibt es einfach nur in zwei neuen Geschmacksrichtungen. Einmal mit Brandbeschleuniger und einmal mit Gas rennt man durch, lösen sich halt dementsprechend aus und man fackelt ab oder erstickt. Der Scout hat ein neues Tool, was ich recht interessant finde, das ist das Spotting-Tool. Da guckt man durch, ohne dass man schießen kann oder so, und kann Einheiten spotten. Das Besondere ist, wenn man Einheiten so gespottet hat, sind die durch Wände, durch einen ganz klaren Umriss klar zu sehen und sie bleiben sehr, sehr lang gespottet. Das wird im Rush nützlich sein und warum, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall ist das ein gutes Upgrade für den Scout, denn so kann man ja seinem Team gut weiterhelfen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Flare Gun, die es ja bisher schon gab, nun zwei Patronen hat. Das war ein großer Kritikpunkt an der Klasse, auch von mir, dass jetzt bisher in der Alpha immer nur eine Patrone verfügbar war und danach konnte man halt die Flare Gun nicht mehr einsetzen, bis man irgendwann neue Munition gefunden hatte. Die hatten nun zwei Patronen und so kann man immerhin ein bisschen großzügiger damit umgehen. Finde ich gut.
Es gibt noch drei verschiedene Spezialklassen. Ein, zwei davon hat man auch in den Trailer gesehen. Minimum hat man den Human Tank gesehen, so wie ich ihn nenne. Ist im Prinzip ein Spieler, der von oben bis unten in Metall eingepackt ist und der hat ein dickes, fettes MG in der Hand und rennt da durch die Gegend. Ist ein bisschen so wie die Battle Pickups aus Battlefield 4 oder noch eher vergleichbar mit diesen Helden Pickups aus Star Wars Battlefront. Diese Waffen liegen irgendwo auf der Karte rum und sollte man die aufsammeln, wechselt man die Klasse zu so einer Art Superheldenklasse. Das klingt erstmal schrecklicher als es ist, denn diese Dinger sind ja äußerst selten und man kann auch sehr leicht besiegt werden, wenn man sich dabei dumm anstellt. Also aktuell habe ich damit wenig Probleme gehabt. Ich habe einmal das Anti-Tank-Gewehr gespielt, genauso wie dieser Human Tank ist diese Klasse, diese Spezialklasse eher dafür da, dass man halt irgendwelche Panzer ausschaltet, irgendwelche schwereren Stellungen halt damit knackt. Man hat dann auch nur dieses dicke Gewehr, hat zwar auch eine Pistole dabei, wenn man möchte, aber ist halt von Nahkämpfern relativ gut anzugreifen. Es gibt noch eine dritte Spezialklasse, das ist der Flammenwerfer. Ist im Prinzip ganz ähnlich wie dieser Human Tank, nur in dem Falle hat man halt einen dicken, fetten Flammenwerfer und wenn man da in die Nähe kommt von dem Typen, dann ist man sehr, sehr schnell Geschichte. Man sollte also versuchen, den ja, entweder aus großer Distanz anzugreifen, so dass man ihn von hinten angreift oder so. Oder wenn man richtig Glück hat, kann man ihn auch bajonetten, habe ich gehört. Ist mir nicht gelungen, aber soll wohl möglich sein. Diese Spezialklassen klingen, wie gesagt, erstmal etwas, naja, dürftig, irgendwie so overpowered oder so oder irgendwie ein bisschen unrealistisch auch, aber da habe ich mich jetzt nicht groß dran aufgehangen und wirkten auf jeden Fall nicht ganz fehlplatziert oder so, aber da muss man mal sehen, so wie sich das in Zukunft so entwickeln wird. Um vielleicht mal zu den Fahrzeugen zu kommen, jeder Fahrzeugtyp ist nochmal in drei Unterkategorien eingeteilt. Ein paar schlaue Füchse hatten das schon damals aus dem Programmcode rausgezogen, dass es die geben wird. Ich möchte das mal an einem Beispiel ausführen. Wenn man jetzt mal den Jäger nimmt und den auswählt, kann man drei verschiedene Presets für den auswählen. Einmal ein Dogfighter-Preset, einmal ein Bomberhunter-Preset und einmal ein Trenchfighter-Preset. Ich habe ein bisschen mit den Jägern rumgeflogen, aber verzeiht's mir, auf der Gamescom ist einfach die Steuerung einfach eine komplett andere, als die ich zu Hause habe. Viel konnte ich mit denen nicht rumprobieren. Ich konnte zwar mit dem Controller einigermaßen spielen, aber so richtig feines Aiming war damit nicht möglich. Von daher habe ich das nur beschränkt ausprobieren können. Aber was man sich natürlich leicht vorstellen kann, der Dogfighter hat halt Waffen, die halt sehr, sehr gut auf andere Jäger gut sind oder vielleicht noch auf den Attacker gut sind. Und der Bomberhunter hat halt vielleicht irgendwie dickere Geschütze installiert, um auch mal einen Bomber gut runterholen zu können. Und der Trenchfighter hat halt irgendwie Munition geladen, um auch Infanterie gut kassieren zu können. Also genau das, wo ich gehofft habe, dass das ins Spiel kommt, dass man den Flieger, dass man den Jäger auch ein ganz klein bisschen gegen den Boden einsetzen kann, so dass man sich nicht tierisch langweilt, sollte man in der Luft nichts mehr zu tun haben. Das gleiche gibt es auch nochmal für einen Bomber und für einen Attacker. Der Bomber hat zum Beispiel verschiedene Typen von Bomben dabei. Einmal Feuerbomben, einmal Gasbomben und einmal irgendwie so ein Flächenbombardement gegen Infanterie etc. Der Attacker hat irgendwas für Anti-Infanterie dabei und hat dann alternativ irgendwas gegen Panzer dabei. Ist halt genau das, wie ich es mir gewünscht habe, dass man halt seine Rolle ein bisschen ausdefinieren kann. Was mir aufgefallen ist bei Flugzeugen, dass diese nicht mehr so schnell beschädigt sind. Ich hatte mich ja in zwei Videos beschwert, beziehungsweise war eigentlich nur ein Feedback-Video, aber ich habe mich beschwert, dass Flugzeuge viel zu leicht zu beschädigen waren, auch so schwer zu beschädigen waren, dass man mit denen effektiv nichts mehr anfangen konnte. So wie ich sehen konnte, hat jetzt nun eine Pistole oder eine Shotgun aus 20, 30, 40, 50 Metern nicht mehr ausgereicht, um den Flügel komplett zu zerfetzen. Und das ist schon deutlich, deutlich besser. Es ist nach wie vor nicht unmöglich, dass man beschädigt wird, was ja auch gut so ist, aber es ist deutlich schwerer. Gut so. Zusätzlich, und das habe ich gerade eben gar nicht so genau erzählt, konnte ich noch den Rush-Modus antesten. Das war nur in der EA-Launch spielbar oder in dem Game Village, wie EA das genannt hatte. Erstmal schönen Dank dafür, dass ihr mich da eingeladen habt. Das war echt nett da, da gab es schön Getränke und so weiter. War recht gechillt. Rush-Modus konnte man da auch noch antesten, leider nur auf der Konsole. Und ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie ich als PC-Only-Spieler mich auf der Konsole angestellt hatte. Ich hatte mich da hauptsächlich in den Panzer geschmissen, um
ein bisschen dort einzuheizen. Es hat auch wunderbar geklappt, weil wirklich auf der Gamescom ja das Publikum sehr, sehr bunt gestreut ist in Skill-Level und so weiter. Wesentlich schlechter als das so im Public-Server der Fall ist. Und die wussten einfach alle nicht, wie man sich gegen den Panzer wehrt. Und das war dann ein schönes Massaker. Aber ich schweife ab ein bisschen. Der Rush-Modus spielte sich überraschenderweise sehr, sehr gut. Die MCOM-Stationen sind natürlich jetzt keine digitalen PCs mehr oder sonst irgendwas, sondern sind so Telegram-Stationen, die man einnehmen muss. Und der Rush-Modus funktioniert halt nach dem altbewährten Prinzip. Als Attacker spawnt man und man muss zwei Telegrafenstationen scharf machen. Das heißt, man muss sie sprengen. Man stellt dort eine kleine Dynamitstange hin, wo so ein, wirklich auch so ein Loch dran ist, der dann abbrennt und irgendwann detoniert. Wenn das Ganze detoniert, hat man die MCOM-Station oder die Telegrafenstation vielmehr dann ausgeschaltet. Man muss noch eine zweite Station zerstören und nachdem man das geschafft hat, ist eine kleine Wartezeit und dann gibt es eine neue Set von Stationen und man geht da durch, bis man irgendwann 4-5 Rush-Stages durch hat und man hat die Runde gewonnen. Die Verteidiger auf der Gegenseite müssen das Ganze verhindern, können auch nach wie vor die Telegrafenstation, MCOM-Station entschärfen. Können aber nun auch zusätzlich an den Stationen eine Art Artillerieschlag ordern. Das heißt, angenommen, ihr spottet 3, 4, 5 Leute und einen Sniper, jetzt kommen wir zu dem, spottet zum Beispiel einen Panzer, der gerade auf eure Position vorrückt, dann könnt ihr an die MCOM-Station rangehen und einen Artillerieschlag ordern. So viel weiß ich an dem Zeitpunkt. Ich habe allerdings so einen Artillerieschlag nie selber gut sehen können. Wie effektiv das ist, ob das irgendwie OP ist oder ob das nervig ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ist es ein bisschen überflüssig zu erwähnen, aber Rush hat auch das Ticketsystem wieder zurück. Logischerweise, das heißt, wenn ihr als Angreifer sterbt, wird eurem Team ein Ticket abgezogen. 75 Tickets hatte man dort. Und wenn alle Tickets aufgebraucht waren, dann war die Runde beendet und die Verteidiger hatten gewonnen. Kommen wir nun vielleicht abschließend für dieses Video zur Map, Sinai Desert. Rush und Conquest waren auf der neuen Map spielbar und ich bin positiv überrascht, denn die Karte spielte sich äußerst dynamisch, sowohl für Fahrzeuge auch als für Infanterie. Infanterie kann sich mehr im Zentrum der Karte aufhalten, wo eine Menge los ist, wo eine Menge Deckung für die Infanterie da ist. Da gibt es eine Menge Felsen, gibt es eine Menge Gebäude und im Prinzip kümmert sich die Infanterie, wie gesagt, um das Zentrum der Map. Weiter weg vor den Bases und weit in der Wüste ist jeweils ein Punkt, der ist so für die Fahrzeuge da. Darum werden sich die Fahrzeuge wohl hauptsächlich kloppen und ist halt jede Menge Dünen da. Und was mir aufgefallen ist wirklich, dass die Deckung wirklich da ist, wo sie hingehört. Durch die Map führt ja diese Bahngleise und da fährt dann auch irgendwann der gepanzerte Zug rum. Und wenn ihr dann befürchtet, dass ihr ständig von dem Zug weggerotzt werdet, ja, das kann passieren, wenn ihr auf offener Fläche steht. Aber überall sind so Vertiefungen und Dünen, wo man sich gut hinter verstecken kann, wo man das Ganze auch überleben kann. Also, ich fand die Karte vom Layout erstmal so initial gesehen sehr, sehr gut. Bin gespannt, ob die anderen Maps auch einen ähnlichen Qualitätsstandard haben wie St. Quentin Scar und Sinai Desert. Beide waren wirklich ausgezeichnet gelayoutet, wie ich so empfunden habe. Und ich hoffe, dass die anderen Maps ähnlich gut sind. Aber immer dran denken, wir haben bisher nur das gesehen, was wir sehen sollten. Wirklich, wie das finale Produkt aussehen wird, das werden wir erst im Oktober erfahren. Aber jetzt schone ich meine Stimme und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.